Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinkum. Ja, ich habe gerade mal unsere Falle eingesammelt. Leider war kein Kakadu drin. Nun ja, also mir fehlt da echt die Geduld. Aber naja, vielleicht haben wir ja noch Glück und finden nochmal einen Kakadu. Und der wird uns hoffentlich dann auch irgendwann mal in die Falle gehen. Mann, 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 wer hätte das gedacht? Das ist ja eine echte Herausforderung. Ja, ich habe den letzten Tag in der, ich habe in der letzten Folge den Tag noch beendet. Ich habe hier noch ein paar Bäumchen aufgestellt. Die wachsen jetzt hier schön. Denn ich habe ja gesagt, ich würde es schön finden, wenn das hier so ein bisschen waldähnlich ist. Nun ja, gucken wir mal, was da so bei rauskommt. Jetzt gehen wir erstmal zu unserem Feld. Stehen erstmal ein paar Arbeiten an, ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und dann gucken wir mal, was wir heute so Schönes machen. Achso, Gießkanne haben wir in der Tasche. Sehr schön. Unser Inventar ist wie immer fast rappelvoll. Da müssen wir also auch was tun. Und unser Kohl ist schon fertig. Das ist super. Können wir dann auch gleich mal neuen pflanzen. Denn wir haben ja erst ja, den 12. Herbst. So. Da können wir dann nochmal die Kohlköpfe pflanzen. Können wir auch mal bei Rainy später gucken, was die denn noch so im Angebot hat. So. Ja, also unsere Farmkünste sind ja noch nicht so grandios, aber ja, für uns reicht es halt hier, ne? Das ist völlig okay. So, dann sammeln wir doch mal den Kohl ein. Zack, 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 zack. So. Da könnten wir eigentlich auch mal daneben noch ein kleines Feld bauen. Könnten wir eigentlich auch mal direkt machen. Haben wir denn die? Nein, die haben wir selbstverständlich nicht dabei. So, ist sie da. Mal sehen, ob das noch ausreicht. Ein paar Werkzeuge sollten wir vielleicht mal machen. Und vielleicht holen wir uns dieses Reparatur-Dingens. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann müssen wir uns nicht immer neue Werkzeuge kaufen. So wie jetzt. Aber ich glaube, ich habe noch eins hinten. Gucken wir mal. Hier schmeißen wir nochmal Futter rein, in der Hoffnung, dass ein Kakadu vorbeifliegt. Mal sehen. So, was war hier vorne? Ach, hier ist schon wieder Klopperei, ne? Krokodil gegen das Gürteltier. So, was wollten wir? Oh, guck mal hier. Da liegt Essen. Nehmen wir doch glatt mal mit. So. Bum, bum, bum. Ja, Post haben wir auch. Können wir auch mal gucken. Ah, da gibt es wieder neue Fische diesen Monat. Okay. Im Buschland. Ja, wunderbar. Werkzeuge haben wir, glaube ich, hier. Und wir haben keinen Flug mehr. Ja, wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Die packen wir mal weg, bevor die kaputt geht. Die können wir dann später reparieren. Die hauen wir mal da rein. Dann machen wir doch gleich mal unsere Tasche leer. Nutzen wir mal die Gunst der Stunde. Ja. So, da machen wir erstmal das Erz rein. Haben wir noch ein bisschen. Achso, hier unsere Hühnchen können wir auch mal füttern. Die zwei. Hallo, ihr beiden. So, die Hühnerproduktion können wir aber eigentlich mal starten. Ne, wir wollen ja irgendwann mal so richtig viel Geld machen. Wäre auch mal was. Aber eins nach dem anderen. Wir brauchen einen Flug. Ist schon 10? Ne, ist noch nicht 10. Also Rainy hat leider auch noch nicht offen. Nun gut. Wir können mal gucken, ob wir noch einen Kakadu finden. Ob wir irgendwo eine rumfliegen sehen, so lange. Dann stellen wir einfach hier irgendwo den Stall auf. Die Falle. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kein Kakadu in der Nähe. Was hier los? Da flattert gar nichts. Nun gut. Dann nehmen wir hier noch das Erz mit. Dann gehen wir mal zu Rainy. Ich sag dir, ne? Der fristet jetzt. Wag dich.
Na also. So, hat Rainy. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal, ob Rainy überhaupt auf hat. Ja. 11 Uhr. Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Mache ich doch glatt mal noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, während ich da hinten Zeug aufsammle. Nächste Woche Sonntag, also am 27.11., mache ich meinen ersten Livestream. Ich werde den ersten Livestream erstmal auf YouTube machen. Vielleicht wechsle ich irgendwann mal zu Twitch oder mache das auf beiden oder so. Keine Ahnung, ich werde das ausprobieren. Und ja, ich lade euch natürlich herzlich ein, mir beizuwohnen. Wir werden Dinkem spielen. Ich glaube, das ist eine ganz nette Sache. Da kommt man ein bisschen vorwärts. Und da werden wir dann mal anfangen, unsere Stadt so ein bisschen zu verschönern. Und wenn ich das nicht bis dahin schon längst getan habe, aber ich glaube es nicht. Und dann gucken wir mal, schauen wir mal. Also Plan ist eigentlich, Dinkem zu spielen, eventuell noch ein zweites Spiel. Aber da gucken wir einfach mal, wie wir das so auf die Reihe bringen. Also wie gesagt, schaltet ein. Sonntag, 27. So gegen 11 Uhr wird's losgehen. Ne, schnappt euch einen Kaffee und dann seid ihr dabei. So, haben wir schon 11? Gleich haben wir 11. Also hier, da können wir noch was mitnehmen. Ach, seht ihr? Den Dünger können wir auch gleich mal mit ansetzen. So, das reicht wieder nicht. 2, 4, 6. So, schon mal weg. Und hier waren es, glaube ich, 4, ne? Waren es 4 oder 5? Wir schauen mal. 4. Gut. So, Rainy, jetzt machst du gleich mal deinen Laden auf, bitte. Oh! Ach, ein oller Truthahn. Ich glaube es ja nicht. Na gut. Na komm, den schicken wir mal weg, den Truthahn. Ah. Zack. Ist ja auch Geld, ne? Geld stinkt nicht. So, Rainy, guten Morgen. Hallo. Ein bisschen Weizen. Ach so, ja, hier. Wir müssen erstmal was bei dir kaufen. Für 800 nehmen wir die natürlich mit. Prima, vielen Dank. Die können wir, glaube ich, auch verbessern. Die wie auch immer. Aber wir pflanzen jetzt erstmal noch ein bisschen Kohl an. Wir nehmen noch mal 8 Kohl mit. Ich glaube, eins habe ich noch. Ist egal. Weizen wäre natürlich auch noch ganz cool. Weizen wächst ja das ganze Jahr über. Weizen nehmen wir mal 20 Stück mit. 18. Warte mal. 8, 16, 24. Vielleicht kriegen wir 3 Felder mal hin. Dann kaufen wir das einfach. Dann kaufen wir lieber noch mal ein bisschen Kohl. Dann haben wir auch 8 Stück von. So. So, vielen Dank, liebe Rainy. Tschüss. Wir sehen uns. Wir brauchen ein zweites Feld. Ein drittes Feld. Und wir brauchen natürlich unseren Dünger. Und wir müssen noch hier einen zweiten Sprinkler müssen wir noch bauen. Wollen wir das mal gleich machen? So. Den zweiten Sprinkler brauchen wir. Na komm, den machen wir mal zuerst. Dumpti-dumpti-dumm. Der zweite Sprinkler. Was brauchen wir denn? Da ist der Sprinkler. Ach ja, genau. Kupferbarren brauchen wir. Ach ja, das war das. Den Rest haben wir das. Das ist ja kein Problem. Aber Kupferbarren. Puh, da müssen wir mal schauen. Haben wir noch 4 Stück von. Okay, dann müssen wir mal ein bisschen Kupfer herstellen. Aber auch das ist kein Problem. Wir haben hier genug Zeug. Und dann gehen wir mal da vorne. Holen wir uns das Erz. So, ein bisschen Zinn. Vielleicht bauen wir uns doch noch einen dritten Ofen. Das würde ich ja auch gerne ein bisschen anders machen. Aber gut, jetzt zählt erstmal die Produktion der Sprinkler. Achso, können wir eigentlich bei stehen bleiben, ne? Das geht ja so schnell mit dem Kupfer. Da können wir mal ein paar machen. Zack, zack. Wunderbar.
Nebenbei können wir noch ein bisschen ernten, wenn wir das wollen würden. Aber ich will es gar nicht. Wobei, regelmäßig ernten, ne? Zeug herstellen, verkaufen, würde auch mal ein bisschen Geld bringen. So. Zack, zack. Mal zwei Stück machen wir noch. Dann haben wir schon mal für zwei Sprinkler was. So. Okay, also. Wie war das hier? Wir brauchen alte Federn, Quarzkristalle und Zahnräder. So, die Kristalle haben wir hier. Ja, jetzt müssen wir aber definitiv erstmal unsere Taschen leer machen. Dazu gehen wir mal eben schnell ins Haus. Schmeißen wir unsere Lebensmittel da alle rein. Käse haben wir hier nicht drin, aber hier sind die... Schauen wir mal, das ist nicht da drin. Äpfel, Fleisch, Käse packen wir in die andere. So. Käse, 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 Milch. Oh, das ist keine Milch. Haben wir noch? Hatten wir nicht irgendwie? Da ist noch Mehl. Das Blümchen können wir noch rauspacken. Das packen wir hier hin. Da ist noch Samen. Ach genau, hier Desert P. Pi. Pi. Desert Pi. Pi, würde ich sagen. Ist eine schöne kleine rote Blume. Sieht ganz nett aus, tatsächlich. So, Gears haben wir gesagt, brauchen wir. Da habe ich es vergessen. Hier, Federn. So. Habe ich noch was vergessen? Nee. Zwei Stück. Eins. Ah, verdammt. Fehlen uns zwei Barren. Aber die liegen ja hier vorne. Zack, zack. So. So. Zwei Barren, wunderbar. Super. Was brauchen wir denn eigentlich für einen zweiten Wassertank? Ach ja, genau, Iron Bars und sowas. Da müssen wir dann auch noch mal ein bisschen was machen. Jetzt muss ich noch mal in die Tasche gucken. So, zwei Sprinkler haben wir. Upsa, hoppala. Packen wir das Zeug gleich wieder weg. Da war doch noch irgendwas. Die Quarzkristalle kommen ja in die andere Box. Die können wir eigentlich auch hier vorne lassen, ne? Die brauchen wir ja doch zum Bauen. Aber nein, das machen wir nicht. Ah, wartet mal. Haben wir nicht noch irgendwie was, was da rein muss? Genau, der Stoff zum Beispiel. Die Knochen, die packen wir hier hin. So. So. Und das Erz kommt wieder an die andere. In die andere Box. So. Zack, zack, zack. Wenn ich hier nicht Ordnung halte, dann wird das nie was. Deshalb machen wir das mal besser so. So, sagt, die nehmen wir auch gleich wieder mit. Die kommen hier vorne in die Box. Unsere Barren. Und jetzt gehen wir. Müssen wir noch Dünger holen? Hier können wir mal wieder ein bisschen Mehl herstellen. Ja. Dann können wir pflanzen, ne? Würde ich sagen. Auf geht's. Da können wir dann auch unser Feld ein bisschen erweitern. Unbedingt. Denn wir wollen ja auch noch Weizen anpflanzen. Also werde ich das wohl ein bisschen größer machen. So, Dünger. Wir haben 6 Dünger in der Tasche. Das reicht nicht ganz. Wir brauchen noch 2 Stück. Machen wir mal alle hier rein. Ach, guck mal hier. Da wäre das jetzt noch gewesen. So, zack. So. Brauchen wir den Sprinkler. Zack. So, lieber Sprinkler, du könntest ja schon mal anfangen zu bewässern. Machst du wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das macht er nur am frühen Morgen. Deshalb. Aber, ja, zack, zack. So, wieder 8 Kohlköpfe, super. Also wir könnten jetzt hier tatsächlich noch Felder drumherum platzieren. Dazu müssten wir es dann hier ein bisschen erweitern.
Dann muss ich hier den Gang, den Weg hier wegmachen. Bisschen breiter machen, dann wäre ich das hier noch offen. Das wäre ja auch in Ordnung. Jo, dann erweitern wir dieses Feld doch einfach mal ein bisschen, ne? Würde ich sagen. Das müssen wir ein bisschen anders machen, ein bisschen besser. Den Wassertank müssen wir dann anders platzieren. Gut, aber jetzt lassen wir ihn noch mal ein paar Tage so stehen. Darum kümmern wir uns vielleicht am Wochenende im Livestream. Dann würde ich sagen, ja, hauen wir erstmal die Mühle voll. Hier haben wir doch noch Weizen. Nein, wir haben hier keinen Weizen mehr drin. Okay. Habe ich denn den Kram hingepackt? Woanders scheinbar. Woanders. Nun gut. So, zack, das da rein. Den Kram brauchen wir unterwegs. Den Sprinkler, den hauen wir auch mal hier rein. Genauso wie den Dünger. Der passt ja auch hervorragend. Unsere Weizensamen. Naja, wir haben ja vorne noch das kleine Feld. Ach komm. Komm, machen wir. Ja. Gehen wir noch ein bisschen hacken. Ein bisschen Weizen brauchen wir schon noch. Ein bisschen ist gut, ne? Wahrscheinlich eine ganze Menge. So. Es wird schon wieder dunkel. Was ist denn hier los? Ist schon so spät. Ah. Zack. So. Da hoffen wir wieder auf die Hilfe unserer Mitbewohner, dass die hier auch schön das Gemüse gießen. So, aber das machen sie bestimmt. So, das jetzt aber hier rein. Fertig. So. Gucken wir nochmal, ob wir einen Kakadu finden. Hier können wir wieder Erz mitnehmen. Was haben wir da? Da ist noch eine olle Taube. Oh, hier, Klopperei. Guckt euch das an. Da gibt es Gratisfleisch, würde ich sagen. Ja, Frilly. Danke für das Fleisch. Oh, eine neue Tonne. Da sind auch wieder die Tauben. Aber keine Kakadus. Was sind da los? Hier vorne war doch noch die Buschpflanze. Da. Also diese Red Bottles. Bottle Brush. Ja. Wer kennt sie nicht, ne? Die Flaschenbürstenblumen. So. Ah ja, hier müssen wir uns auch mal ein bisschen drum kümmern, um unsere Obstplantage. Aber wie gesagt, dafür haben wir Ende der Woche Zeit. Wir gucken mal diese Woche, im Laufe der Woche, dass wir noch ein bisschen Schulden abbezahlen. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Bewohner her. Wäre ja auch ganz cool. So, Melvin. Jetzt waren wir noch gar nicht bei Melvin im Laden. Der hat wahrscheinlich schon wieder längst Feierabend. Schon längst wieder Feierabend. Ne? Natürlich. Nee, das ist doch hier der... Wer ist denn das? Mal gucken hier. Von 10 bis 5. Alles klar. Okay, von 10 bis 5, der hätte heute sowieso nicht offen gehabt. Gut. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ist auch egal. Wir werden morgen nochmal gucken. So, hallo Fletch. Gibt es hier noch eine Quest, die wir machen können? Mal schauen. Photo Request. Ah. I would love to see a photo of a fossil. Tja.
Die nehmen wir mal nicht an. Die Fossilien, die gibt es ja in der Mine. Ich weiß gar nicht, ob man die auch hier zufälligerweise ausbuddeln kann. Weiß ich gar nicht. Wisst ihr das? Habt ihr schon oft welche gefunden? Wenn ja, nur in der Mine oder auch außerhalb? Das würde mich mal interessieren. Also ich habe bisher mal ein Fossil in der Mine gefunden. Fand ich ganz cool. Und warum ist das da hinten so hell? Ach, das ist der Mond. So, haben wir hier vielleicht noch einen Nachtkakadu? Wahrscheinlich eher nicht. Was macht denn eigentlich unser Honig? Wir haben doch hier... Oh, schaut mal. Guckt mal hier. Wir können unseren ersten Honig sammeln. Guckt mal. Ist es nicht schön? Ist es nicht idyllisch? Hm? Wie brummt? Ist doch super. So, dann nehmen wir doch mal unseren ersten Honig mit. Zack. Eine Woche braucht der Honig. Dann gehen wir mal zurück. So, und jetzt seht ihr auch mal hier, wie schön das leuchtet, ne? Mit der Lampe. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber ihr seht hier auch, dass, nun ja, das hier in einer Ecke zu platzieren, ist nicht so eine gute Idee. Also hier so, ist natürlich jetzt, ich könnte ja theoretisch hier auch noch buddeln, ne? Das ein bisschen in die Mitte setzen. Aber gut. Also der nächste Pool wird auf jeden Fall anders. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann nochmal Lampen, mit denen wir das machen könnten. Wäre ja auch cool. Ach ja, guck mal hier. So, gehen wir mal zurück. Oh, das ist ein Kakadu, Leute. Das können wir noch ausprobieren. Komm. Zack, das platzieren wir mal hier. Ich weiß. So, zack. Lassen wir mal da drin. Hier ist jetzt so eine Desert Pea. Die nehmen wir mit. Zack. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Kakadu noch kriegen. Wo ist der? Jetzt ist er wieder weg. Sitzt der da irgendwo? Nö. Ach doch, da hinten ist er. Guck mal hier. Nun gut, wir gehen mal zurück. Wir gehen schlafen. So. Hopp, raus da. Haben wir hier noch was zu essen? Nö. Also, ab ins Bett. Mal gucken. So, Sally ist wieder da, die Friseurin. Ach so, können wir ja sowieso nicht auf die Insel einladen, weil wir ja noch Schulden haben, ne? Also ist das auch erstmal egal. So, oh, Post. Gehen wir mal, hoppala. Ach ja, genau, Animal Research. Wir haben ja den Truthahn. So, gibt es ein bisschen Geld. Vielen Dank. Oh, es ist stürmisch. Was macht da hinten unser Käfig? Der ist noch offen. Ich wette mit euch. Ah, ne, guck mal hier, das Futter ist noch drin. Das sehe ich von hier aus. Gut. Okay. Das da vorne Erz oder sind das auch nur... Das sind auch nur Kristalle. Okay. Na gut, wir gehen mal zurück. So ein, zwei Sachen machen wir jetzt noch. Ich würde euch gerne noch, oder mit euch zusammen gerne noch mal Melvin besuchen. Mal schauen, wie sein Laden aussieht. Das interessiert mich. Also um 10 Uhr. Dann würde ich sagen, dass wir bis dahin mal noch unsere Lebensmittel ein bisschen verarbeiten, die wir dann auch verkaufen können. So, was brauchen wir da? Wir brauchen Zucker, Fruit Salad und große Eier. Haben wir noch Zucker überhaupt oder müssen wir erst Zucker herstellen? Da haben wir übrigens unseren Weizen. Unseren Honig können wir da mal hinpacken. Zucker, Zucker, Zucker. Seht ihr Zucker? Ich nicht. Haben wir hier Zucker? 4 Zucker. Puh, ist jetzt nicht so viel, ne? Fruit Salad, aber hier haben wir noch ein bisschen. Okay. Ja. Na gut. Einsammeln.
Okay, gehen wir mal sammeln. Ich glaube, wir brauchen wieder Buschfrüchte, ne? Diese Buschlimetten. Da haben wir, glaube ich, auch gar nicht mehr so viele von. Aber da haben wir ja hier irgendwo Bäume stehen. Genau, da vorne sind sie. Denn die brauchen wir, glaube ich, für den Fruchtsalat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Zack, zack. Das gefällt mir ganz gut, dass ich die hier so ein bisschen verstreut habe. Finde ich super. So. Na gut. So, was brauchen wir für den Fruchtsalat? Da haben wir ein bisschen was. Können wir herstellen. Gut. So, zurück. Was brauchen wir für die Pavlova? Okay, zwei Stück können wir machen. Brauchen wir 8 Eier. 8 große Eier. Wir haben doch genug. Genau. Zack. Pavlova. So, also, wir brauchen Zucker. Wir brauchen unbedingt Zucker. Kokosnüsse. Ah, seht ihr, da war ja was. Also, wir müssen ein bisschen mehr produzieren. Wir haben jetzt 2 Kokosnusspalmen bei uns. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Potatoes haben wir jetzt auch, glaube ich, keine, oder? Potatoes? Haben wir Potatoes? Ja, 85 Stück. Gucken wir nochmal. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Meat. Okay. Also, wir brauchen Meat, Kartoffeln, Möhren. Haben wir Möhren? 10 Möhren und Zwiebeln. Ist nicht viel, aber wir machen es mal. Wir müssen mal langsam zu Geld kommen, Leute. So, jetzt haben wir keine Möhren mehr. Was können wir noch machen? Eine Flanke? Eine Flanke? Ja, wie sagt man? Also auf jeden Fall ein Stück Fisch. Da können wir nochmal, hier, wenn wir Fisch hätten. Das war doch das Haigedöns, ne? Haben wir das nicht? Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. Guck mal hier, Fisch und Chips können wir noch machen. So. Wie schaut's aus mit Brot? Brauchen wir nur 3 Mehl. Meat Pie. Drumsticks haben wir. Und Mehl haben wir doch auch noch irgendwo gehabt. Mehl, 28 Mehl. Super. Und Drumsticks haben wir, glaube ich, auch noch ein paar. 11 Stück. Kriegen wir auch noch ein bisschen was hin. So. Quiche. Achso, Käse. Ja gut. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt mal. Wir packen mal den Rest wieder hier rein. Nicht das Fertige, aber den ganzen Kram hier. So, jetzt gehen wir noch schnell verkaufen und dann gucken wir uns mal den Möbelladen noch an. Und dann war es das auch schon für heute. Oh, ich kann euch noch was zeigen. So, hier, die verkaufen wir, die verkaufen wir. Den Fruchtsalat, ach komm, den hauen wir auch mal mit weg. So, lieber John, die Bienen, die kannst du auch noch haben. So, dann zeig doch mal. 100.000, boah, kochen lohnt sich ja, Leute. Wow, also ich glaube, die Million ist ja gar nicht so schwer zu erreichen. Bin ich aber baff. Ja. Was ich euch noch zeigen wollte, wäre das, während das Geld hier so in unser Sparschwein fließt. Hier, diese blaue Box hier, das ist übrigens das House Customization Kit. Und mit dem, wenn ihr euch das kauft, das kostet 25.000 Dings, damit könnt ihr dann euer Haus verschönern. Ne? Damit geht das übrigens. Das habe ich ja in der Update-Folge gesagt. Aber da hatte ich das schon gekauft.
Und jetzt wollte ich euch das nochmal zeigen, wie das aussieht. Also, blaue Box, wisst ihr Bescheid. So, Blumen gucken wir uns noch fix an. Wow, schick, schick. Hallo, guten Morgen. Naja, doch, ist schon noch morgen. Hallo Melvin, was hast du denn hier so Schönes für uns? Ein Sofa, es ist jetzt pink, das finde ich jetzt ja nicht so, aber okay. Ein Stuhl, Tapeten gibt's hier. Okay. Ein Teppich und eine Lampe. Ja, schön. Und? Kannst du uns irgendwas herstellen? Ach ja, okay. Das ist jetzt der ganze Kram, den man bei ihm kaufen kann. Ah ja, hier sieht man auch, wie das aussieht. Guck mal. Schön. Oh. Oh. Mhm. Eine pinke Lampe braucht man nicht, ne? Nordic Lamp. Okay, so ein bisschen moderner. Das passt natürlich super. Das Minimalistenbett, das haben wir. Ja, das war's. Okay. Ja, wahrscheinlich gibt es da auch noch mehr Items im Laufe der Zeit, wenn man die ein oder andere Daily gemacht hat für den. Also halt die Quests gemacht hat. Okay, dann gucken wir nochmal ganz kurz, ob unsere Falle ausgelöst hat. Nein, da hinten, ihr könnt das in der Ferne sehen. Natürlich nicht. Wahrscheinlich ist das Futter auch raus. Nein, es liegt noch drin, das sehe ich von hier aus. Ja, dann würde ich sagen, dreh mich mal hier um. Zack. Dann würde ich sagen, oh, hauen wir dem Krokodil noch ab. Das wollen wir nicht. So, zack, setzen wir uns dahin, erzählen noch eine Runde. Also ihr Lieben, ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also sprich morgen zur nächsten Folge Dinkem. Und hier nochmal die Information. Ich freue mich, save the date. Am Sonntag um 11 Uhr geht's los mit unserem allerersten Livestream. Seid dabei. Wenn ihr keine Folge von Dinkem oder auch meinen anderen Videos verpassen möchtet, dann drückt auf den Abonnieren-Knopf und ja, hinterlasst mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr wisst, das hilft mir. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Freue mich auf eure Kommentare und wir hören uns bald. Auf Wiedersehen!